Willkommen zurück zu Digimon World 2. Wir befinden uns weiterhin im Soft Domain Dungeon. Oh, da ist schon der Teleporter. Schön. Ja, aber wir sind gerade auf dem 15. Untergeschoss angekommen und sind auf der Suche nach einem Pokémon, wenn es irgendwie geht. Denn wir haben auch nur Virusgeschenke dabei, zugegebenermaßen. Das sind keine Pokémon. Zumindest wissen wir, wo der Teleporter ist. Das ist wenigstens etwas wert. Aber erstmal müssen wir hier an dem Mammutmon vorbei. Warmon, es Mammutmon. Können mir gestohlen bleiben, Mon. Goodbye, Mon. Okay. Ach, nervig. Ja. Es Mammutmon ist uns dicht auf den Fersen, in Anführungsstrichen. Schicker Raum, ist hier eine Falle? Nein, okay, dann nicht. Hier links habe ich einen großen Raum gesehen. Da ist ein Pokémon. Okay. Ja, dann fangen wir mal an zu werfen, ne? Du willst hier gerne dieses Spielzeugflugzeug haben. Hat er schon mal gefressen. Das Pokémon bewegt sich praktischerweise nicht direkt in unsere Richtung, sondern versucht uns gegenüber von der Wand zu kommen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich freie Bahn, alle Geschenke der Welt zu werfen. Den Trupp lassen wir geflissentlich in Ruhe. Dann, Finger gekreuzt, hoffen wir mal das Beste. All die Snowboards dieser Welt. Pokémon, frisst das Snowboard. Ah nein, du nicht. Lass uns snowboarden gehen, Pokémon. Okay, noch ein Snowboard. Kommst du mal bitte nicht da vorne um die Ecke? Ich muss dich, beschenken. Oh, er scheint den richtigen Weg gefunden zu haben. Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Snowboard. Mehr Snowboard. Nochmal Snowboard. Jo, ne? Das größte Herz zu kriegen ist, glaube ich, hinfällig. Das schaffen wir mit drei Snowboards nicht. Hm, vor allen Dingen ist er gleich bei uns. Ja, dann versuchen wir unser Glück und schauen, ob wir einen Pokémon rekrutieren können. Jo, das ist mal ein Pokémon. Versuchen es mit Eelcharm. Du machst Duo Silverclaw rein und du machst auch Duo Silverclaw rein. Optimalerweise wäre es schön, wenn es verwirrt ist und das eigene Team attackiert. 41 Confused, nice. Guter Start. Dann Duo Silverclaw nochmal. 29, 32, nicht die Welt. Und Silver Arms Omega. 60, 64. Oh, oh, okay. Ach, Confusion Cure, natürlich. Needlestorm. Autsch. 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 56 Schaden. Holy moly. Oh Gott. Das ist nicht gut. Warum kann die Verwirrung nicht einfach bleiben? Okay, ja, nicht gut. Wie viel HP hat er denn noch? Noch genügend. Also gehen wir mit Evil Charm auf Miotismon. Und du machst bitte einen Hornbuster, um Pokémon aufzuhalten. Und du gehst mit Fairy Tail auf Miotismon. Wir müssen Miotismon schließlich zuerst platt kriegen. Sei verwirrt! Ach, 63 nicht verwirrt. Fairy Tail. Nicht kaputt. Großartig. Ja, ihn müssen wir interrupten. Das ist lächerlicher Schaden, den er an unseren Piximon macht sonst. 105 Damage. Das ist ja an sich nicht schlecht, aber trotzdem fressen wir beide Attacken. Needlestorm. 9. 9. Immer noch 16, trotz Hornangriff. Grizzly Wing. Wie viel HP hat das Viech überhaupt noch übrig gehabt? Da kann doch kaum noch was sein. Der hat irgendwie 170 Schaden gefressen letzte Runde. Natürlich. Das ist quasi scheintot, das Viech.
Dann Silverclaw den doch mal bitte. Und du machst einen Elektroschocker. Und du hast leider keine Heilung bis jetzt, also guardest du. Guard. Yo, Silverarm. Goodbye, Myotasmon. Und dann erledigen wir Pokémon. Machen wir, dass er sich uns anschließt. Lower Tech Power. Okay. Sieg, soweit so gut. Level Up Verweis Magier. Ja, okay, er hat sich angeschlossen. Jetzt möchte sich deiner Gruppe anschließen. Ja, ja bitte. Let's go. Danke, Pokémon. Okay. Dann nix wie raus hier, ne? Gehen wir mal den Weg zurück, den wir gekommen sind. Da müssen wir nochmal an einem S-Mammutmon vorbei. Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht, aber Warmon und S-Mammutmon sind dafür, glaube ich, nicht die geeigneten Gegner. Im Notfall müssen wir dann Discs werfen, dann ist das so. Dann rollern wir mal weiter. Zurück aufs finale Stockwerk, in der Hoffnung, dass 1650 HP und nicht zerstörte Reifen reichen, um zum finalen Boss durchzufahren. Beim letzten Mal waren die zerstörten Reifen und 1650 HP nicht genug. Chaos Lord ist weiter hier runter. Ja, ich weiß. Das musst du mir nicht extra sagen. Ich bin hier nicht freiwillig beim letzten Mal rausgegangen. So. Erstmal, hat sich die Bodenfarbe verändert? Autsch. Können wir über das meiste hier drüber fahren, ohne Schaden zu nehmen? Mein Gott, ist das viel. Okay, noch mehr davon. Wie lange passiert das denn noch? Kann es sein, dass wir wieder sterben? Das ist lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. 1000 Bits. Das ist okay. Ist mir egal. Das ist doch wirklich einfach nur lächerlich. Diese eine... Warum spiele ich das überhaupt noch? Ich wollte schon 80 Mal aufhören, dieses Spiel weiterzuspielen, aber ich bin so tief drin, dass es echt schade wäre, jetzt nicht mal eben das zu Ende zu bringen. Aber es ist ja nicht mal eben. Ich weiß gar nicht, wie viele Dungeons da noch kommen, aber ich bin mir sicher, es wird immer noch locker 10 Stunden dauern, bis wir hier durch sind. Einfach nur, weil dieses Spiel sich ewig zieht. Wie viele Reparatur-Items haben wir noch? Partsfix wollte ich nicht ablegen, das war aus Versehen. Gibt es Partfix wieder, wir haben noch ein Mechfix und jede Menge normale Mechfixes, die nehmen wir jetzt einfach alle mit. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Nochmal den ganzen Dungeon hochlaufen. Also ich hab schon die besten Reifen dabei gehabt und ich habe mich einmal um 500 geheilt. Das Spiel verlangt von einem, dass wir da völlig ohne Schaden oben ankommen. Es darf nichts unterwegs passieren. Gar nichts für 16 Stockwerke. Wir haben den besten Motor drin und den habe ich schon mehrfach sinnlos geupgradet. Ganz ehrlich, das ist ein Megapreis für 100 HP extra, die wir da kriegen. Und dieses ganze Geld, wir haben alle Upgrades und so, die wir an diesem Punkt haben können. Und noch ein Reparaturkit mit dabei gehabt. Der komplette Panzer war voll gelagert mit Items. Und es hat trotzdem nicht gereicht. Ich hatte trotzdem keine Chance, da oben durchzukommen. Wirklich, es gab ja nicht mal die Möglichkeit, dass wir es schaffen.
An dem Punkt, wo diese eine Kiste mit 2000 Schaden explodiert ist, war der Dungeon schon vorbei. Ich hätte es wissen müssen, als es passiert ist. Ich hätte einfach direkt rausgehen sollen. Zweites Untergeschoss. Großartig, ja. Da ist der Teleporter, die hauen vor uns ab, ein Glück. Geht weg, ich will euch nicht. Nächstes Untergeschoss. Kein Teleporter in Sicht, zum Kotzen. Dann fahren wir mal los und machen das alles hier nochmal, weil es so viel Spaß gemacht hat. Durch einen Dungeon zu gehen, in dem quasi nichts ist, außer jede Menge Wegstrecke. Das Untergeschoss zieht sich jetzt schon wieder zu lange. Bitte gib uns einen Teleporter. Danke. Sehr verbunden. Kein Teleporter, natürlich nicht. Da ist ein Pixelmann in der Ecke, das tut uns nichts. Da ist der Teleporter. Was bist du? Energy Bug. Cool. Versteckter Energy Bug. Mal gucken, ob der Energy Bug dieses Mal unseren Run killt. Gyromon zum Weg. Virigarurumon, Gyromon, Virigarurumon. Wir rennen freudig weg. Brrr. Würdest du bitte unseren Panzer verlassen, komischer Energy Bug? Das wäre ganz reizend. Kein Teleporter zu sehen, Energy Bug will sich auch nicht verziehen, wir haben keine Ersatzbatterien dabei, also wenn dieses Energy Bug Ding sich entscheidet, zu lange im Panzer zu bleiben, dann war es das wieder für diesen Durchlauf, einfach nur weil dann versteckt das Bugnest war, das man nicht sehen konnte, obwohl wir den besten Sensor haben, den wir potenziell an diesem Punkt im Spiel haben könnten. Game Design ist großartig, aber ich habe ja keine Wahl, als alle möglichen Reparaturkits der Welt mitzunehmen, weil ansonsten können wir oben nicht durchs letzte Stockwerk. Was ein Kackspiel, das ist unglaublich. Wir gehen jetzt in erster Linie zurück, wir gehen mal hier unten lang. Könnte dieses Drecksviech jetzt endlich mal gehen? Ja, ne, es ist halt eine prozentuale Chance mit jedem Schritt, den wir machen, dass das Viech vielleicht rausgeht. Okay, jetzt ist es endlich weg. Und er hat sich dafür entschieden, uns locker 300 LP abzunehmen. Weil wir auch so viel dagegen tun konnten, dass er überhaupt in unserem Panzer gelandet ist. Kein Teleporter zu allen Seiten. Wenigstens haben wir noch volle HP, aber das hilft uns nicht, wenn wir wenn uns die EP gleich ausgehen. Schauen wir mal in diese Kiste. Das ist ein Hurricane, aber ich kann keine Items mehr tragen. Ach, großartig, jetzt komme ich an der Kiste nicht vorbei, weil die im Weg steht. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich die aufgemacht habe. Ich meine, noch besser wäre natürlich gewesen, als eine Ersatzbatterie drin zu finden. Bitte sag mir, dass wir nach links weiter können. Okay, ist eine Kreuzung. Natürlich ist der Teleporter im finalen Raum, den wir untersuchen. Bestenfalls ist es nicht mal hier unten, sodass wir da vorne gleich die Wege freisprengen müssen, um irgendwo noch hinkommen zu können. Kann nicht wahr sein. Trollspiel schlechthin. Nichts anderes. Wo ist dieser verdammte Teleporter? Mine im Weg liegen. Natürlich, das ist hier Teleporter. Gut, dass wir die violetten Dinger aus dem Weg räumen können. Hey, endlich mal ein Geschoss, wo wir direkt weiter können. Fünftes Untergeschoss wird bei sechstes Untergeschoss. Sechstes Untergeschoss hat erstmal Mamemons und leider noch nicht den Teleporter im ersten Raum. Wäre ja auch zu einfach. Run away. Okay, wir runnen away. Da
Das ist der nächste Teleporter. Zurück ins siebte Untergeschoss von 16. Ja, großartig. Trollspiel gibt uns den Teleporter mal wieder im ersten Raum, aber mit einer Barriere dazwischen, sodass es unmöglich ist, dran zu kommen. Also lassen wir uns mal von neben uns jagen. Da haben wir noch ein Giromon im Zusatzangebot. Solange sie uns nur umkreisen und nicht tatsächlich attackieren, ist ja alles okay. Wir wollen hier unten lang. Ach Gott, nein, natürlich zwingt uns das Spiel hier durch. Das war knapp. Wir müssen weiterhin eigentlich nach links. Geht aber stattdessen nur in alle möglichen anderen Richtungen. HP-verringernder Boden, gegen den wir nichts machen können. Großartig. Ein Bugnest. Nicht in der Lage, das Bit-Bugnest zu zerstören. Wozu haben wir diese Super-Bug-Saps eigentlich? Die machen gar nichts. Das sind Stufe 2 Dinge, genauso. Oh, Glück gehabt. Genauso wie die anderen. Und die machen einfach gar nichts. Total nutzlos. Ah je. Gut, dass der Gamepad mich da mal ausnahmsweise nicht verlassen hat. Schon ziemlich viele EP verloren, was sehr schlecht ist. Aber es geht weiter ins achte Untergeschoss. Ist hier eine Falle? Nein, okay. Ach, mal nehmen wir uns. Ist immer das Beste, wenn die Viecher so stehen, dass man sie angreifen muss, um überhaupt den Raum scouten zu können, damit wir überhaupt sehen können, ob da der Teleporter ist oder nicht. Es geht auf jeden Fall weiter von hier aus. Also gehen wir mal hier durch. Da oben läuft noch eine Mamemon-Truppe, die uns Zeit kostet bis zum geht nicht mehr. Kein Teleporter. Und nur ein Rundkurs, natürlich. Irgendwie kommt mir das Layout von dem Stockwerk schon wieder verdammt bekannt vor. Ja, der wird uns davon gleich eingeholt haben. Kann ich nicht viel machen. Hatte ja gehofft, dass er irgendwie andersrum versucht zu laufen, aber dem war nicht so. Also rennen wir auch vor dem Kollegen weg und dann schauen wir, dass wir den Nordausgang nehmen. Da ist der Teleporter, immerhin. Neuntes Untergeschoss. Wieder so ein Ding. Das ist ja der gleiche Raum wie eben. Okay, dann gehen wir wohl hier wieder rechts rum und schlängeln uns einmal durch die gesamte Weltgeschichte. Ach, oh Gott. Egal, ich riskiere es. Und wir explodieren. Und wir sind nicht in der Lage, uns zu bewegen. Und wir haben ein Spielzeugboot gekriegt. Das heißt, wir dürfen uns jetzt mit ganz vielen Dinosauriern anlegen. Natürlich. Blumiramon, Triceramon, Lilimon. Großartig. Nicht in der Lage zu bewegen. Wir dürfen uns jetzt bewegen. Ja, ne? Dann haben wir noch Triceramon und Okuvamon wird uns sicherlich auch nicht in Ruhe lassen. Einfach nur Zeitverschwendung. Schlechthin. Nichts, was mich mehr nerven könnte, als diesen ganzen blöden Dungeon noch ein drittes Mal hochzulaufen. Weil der Endparcours dermaßen unfair ist. Mindestens haben wir so ein komisches Pokémon gekriegt, als wir das letzte Mal oben waren, aber das ist auch das Einzige, was wir da erreicht haben. Gott, die Kiste ist im Weg. Das heißt, wir kriegen beide von den Viechern ab.
Beim letzten Mal, als wir dieses Stockwerk gemacht haben, ist es aber deutlich besser gelaufen. Im Tyrannomon, im Kabuterimon, Aerovidramon. Mal zwei, weil es so viel Spaß macht. Dann können wir zumindest gucken, ob in der Kiste was Sinnvolles drin ist. Und ich wette, garantiert, nein, sie wird sowieso booby-trapped sein. Was bedeutet, wir können sie gar nicht erst öffnen. Run away. Nein, booby-trapped. Goodbye. Weiter geht's. Das Layout kennen wir, ja. Habe ich auch noch nie gesehen hier. Also bis hier sollten wir halbwegs ordentlich durchkommen. Was ist uns da schon wieder im Weg? Okay, es ist zum Glück nicht im... Ach, du Schande. Zum Glück nicht im Weg direkt. Ja, die Ukubamons, die... sind zum Glück dahinter der Wand, aber das wird uns nur bedingt helfen. Und ich glaube gerade gesehen zu haben, dass der Ausgang ganz unten links in der Ecke ist. Ja, auch nicht ganz unten links in der Ecke, aber genügend unten links in der Ecke. Ja, doch, der ist zu uns hochgekommen, das heißt, wir haben den einen Schritt, den wir brauchen, um da durchzukommen. Wunderschön. Nur ein Ukubamon-Encounter für unterwegs. Weiter geht's! 10. Untergeschoss! Ein Traum. Teleporter im ersten Raum. 11. Untergeschoss. Kein Teleporter im ersten Raum. Traurig. Kiste, die wir garantiert nicht öffnen dürfen. Ich meine, ich könnte, aber es wäre dumm. Lassen wir das. Teleporter. 12. Untergeschoss. Nächster Teleporter. Ich hoffe, hier ist auch ein Weg, um da hinzukommen. Ja. Okay, easy. Aber leider immer noch nicht das letzte. 13. Untergeschoss. Oh, come on. Warum? Ein Bitbug-Nest zerstört. Immerhin etwas. Was ist das hier für eine Kacke? Da können wir nicht durch. Ansonsten haben wir gleich oben wieder keine AP mehr. Da haben wir einen Cherrymon drin. Okay. Ein gewöhnlicher Encounter für hier. Garantiert. Garantiert müssen wir über einen dieser Böden laufen und verlieren dann wieder so viele HP, dass wir nicht zum Ziel kommen. Okay, Glück gehabt. Kennen wir dich schon? Ich glaube, die haben wir noch nie gesehen hier im Dungeon. Bevor wir jetzt schon zum dritten Mal durchlaufen. Metallmamemon und Skalmeramon. Huh. Skalmeramon ist bestimmt ein Mega-Level, oder? Ich glaube schon. Huh. Spannend. Das Viech da ist zu lahmarschig, glücklicherweise für uns. Wir hätten eigentlich Material mitnehmen können, um zu versuchen, einen Angewummern zu fangen, wenn wir schon nochmal hier durch müssen, ne? Hab ich nicht dran gedacht. Das ist ein großartiger Raum. Entweder kaputter Boden oder ein Bugnest irgendeiner Sorte. Ich liebe es. Da kommen wir nicht durch. Da ist der Teleporter. Das heißt, wir müssen eigentlich hier nach oben. Und das bedeutet, wir nehmen Schaden. Großartig. Geht nichts über erzwungenen Schaden an unseren Lebenspunkten. Vor allen Dingen mit dem, oh Gott, vor allen Dingen mit dem Wissen über den zukünftigen Verlauf dieses Dungeons, das wir schon haben. Ja, okay, die sind alle super lahm. Aber da ist irgendein Hindernis, das ist nicht gut. Ein Bugnest, oh come on, ich habe alle super Bugzaps und so verschossen. Was ist es? Ein Memory Bug, der ist mir vollkommen egal tatsächlich. Glück gehabt. Jetzt kommen sie plötzlich in Massen, ne? Schon wieder ein Skalmeramon. Mit Metallmamemon in Kombination. Spannend, aber wir gehen mal. Okay, da hinten kommt noch ein Mammutmon.
Jetzt haben wir hier hochkommen. Erfolgreich an einem Mammutmon vorbeigeschlängelt. Können wir jetzt bitte... Ach, come on. Das Mammutmon war merkwürdig. Tekkamon, Jerrymon, Shogun, Geckomon. Das muss nicht sein. Tekkamon sieht auch gut aus. Und dann haben wir noch den Doppelmammutmon Angemontrop, Angobumontrop, um genau zu sein. Ah ne, es ist gar nicht Angobumon dabei, das ist Magna Angemon. Stimmt, stimmt, das war der andere Trop. Ey! Das musste irgendwann passieren, dass wir nicht fliehen können. Knuckle, Champion-Angriff, schadenstechnisch akzeptabel, sag ich nix. Daneben, perfekt. Und Mammutmon kommt mit dem Tusk Crusher. Damage gegen einen Gegner. So. Dürfen wir bitte wegrennen, dankeschön. Goodbye, nervige Gegner. Den Raum haben wir auch schon zigmal gesehen. Und da ist der Teleporter. 15. Untergeschoss. Bleibt nur noch eins. Dann müssen wir jetzt einmal durch die Mega-Level. Sicherheitshalber mal nach Fallen gucken. Nicht, dass wir auf dem letzten Meter wieder in eine 2000 Damage-Falle geraten. Da oben links ist ein Raum mit Gegnern. Ich habe wieder Pokémons gesehen. Hier sind auch nur, mein Gott, Räume mit Gegnern, mit sehr, sehr schnellen Gegnern. Alles Metall-Sidramons. Scorpiomon, Metall-Sidramon. Goodbye, Dramon. Ja, nochmal. Scorpiomon, Metall-Sidramon. Damit. Die Viecher machen leider tatsächlich Schaden. Gegen die nicht wegrennen zu können, ist sehr schlecht. Ultimate Stream. 38, 46, 37. Lächerlich hohe Schadenswerte. Der andere hätte daneben gehen sollen. Dankeschön, zu gütig, dass uns gehen lässt. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn wir ohne Schaden oben angekommen wären. Eine Falle? Nein. Das ist ein Backraum. Hier mal weiter gucken. Irgendwo muss dieser blöde Teleporter ja sein. Aber es ist nicht hier. Traurigerweise. Wieder ein Raum mit sich Gegnern. Da hätten wir wieder eine Möglichkeit, ein Pokémon zu fangen. Wo ich jetzt aber gerade nicht mehr heiß drauf bin. Hey, ungefähr hier in der Umgebung haben wir die Episode heute gestartet. Schön, dass wir wieder da sind. Um noch eine Chance zu kriegen, um da oben durchzukommen. So zum Kotzen. Dann gehen wir mal nach unten. Aber da unten kommt noch ein Sidramon. Man sieht seine Geschwindigkeit. Flump, 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 flump. Die rennen einem aber auch entgegen. Run away! Ja, weiter geht's. Der Teleporter, wir sind wieder im 16. Untergeschoss. Eine weitere Chance, über den ich tue euch allen weh Boden zu kommen, ohne zu sterben. Der Chaos ist weiter unten in diesem Stockwerk. Ach, sag an, Hauptcharakter. Dieses Mal haben wir keine 2000er Bombe abgekriegt. Und dieses Mal haben wir noch mehr Reparaturkits dabei. Dieses Mal ist hier natürlich kein roter Boden, ne? Die Farben des Bodens sind natürlich randomized. So dass wir beim letzten Mal deutlich mehr roten Boden gekriegt haben als dieses Mal. Oh, come on. Diesmal lässt uns einfach da drüber fahren, ohne dass was passiert, großartig. Na gut, den nehmen wir nochmal ordentlich. Mein Gott, ey, wie viele HP soll man denn hier mitbringen? Guckt euch das an! Wie lächerlich das ist!
Jesus Christ. Ja, jetzt müssen wir wieder heilen. Mechfix. Wie viele sollen denn da noch kommen? Ist ein Scherz? Mechfix. 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 Das ist doch nicht wahr. Mechfix. 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 Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht, wie wir hier jemals im Leben durchkommen sollen. Haben wir ernsthaft das Ziel erreicht? Ich glaub's ja nicht, ey. Was ein dreckiges Game Design. Also, ja, richtig ekelhaft dreckiges Game Design, einfach nur nichts anderes. Einfach nur um den Spieler so richtig schön anzukotzen. Und noch RNG bei dem Boden. Jetzt haben wir schon, wie gesagt, einen maximal upgradeten Panzer. Wir haben jegliche Heilung mitgenommen. Und sind soeben darüber gekommen. Es ist echt nicht auszuhalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Als wir diese Episode begonnen haben, habe ich gedacht, yay, heute schließen wir locker diesen Dungeon ab und dann kann es mal endlich wieder weitergehen. Nein, Soft Domain ist nicht vorbei. Bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich gegen den Chaos Lord antreten und ihn besiegen und dann nie wiedersehen. Ich hoffe, wir haben hier wenigstens was von dafür, dass wir diesen Dungeon schaffen. Bis dahin, see ya.